Und willkommen zurück bei Let's Play Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Letztes Mal ist Mr. Thomas Wade zu Unrecht angeklagt worden, seine Tochter umgebracht zu haben. Dabei war das seine verwandelte Mörderfrau, die wir befreit haben. It's a variety store and it's closed. Eher unwissend und Wade. Automotive Gilde. Warte mal. It won't open. Für was haben wir denn jetzt? Ein Schlüssel zu Waits Gemischtwarenladen. So, wo war der? Der war irgendwo da hinten, glaube ich, bei dem. Bei diesem. Ach, was sitzt da abgesperrt, oder was? Constable, what's with the blockade? You'll better be minding your own affairs. What have you done with Tom Wade? Them police affairs has nothing to warrant your concern. Chit-chatting to him's gonna get me no place fast. Nicht so wirklich. Was ist mit Tom Wade passiert? It's the First National Grocery Store. Wahrscheinlich dasselbe mit dem Mr. Burnham. It won't budge. It won't budge. So, wie kommen wir jetzt dahin? These are the offices of a local newspaper, the Innsmouth Courier. Dort lang? It won't budge. It won't open. Verdammt. Ja, blöd, ne? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Da kommen wir nicht mehr lang. Können wir da auch durchschleichen, wenn er weg ist? Nee, ne? It won't budge. Lass mich durch! Warte, ich setze mich mal anders hin. Mit meinem super quietschenden Stuhl hier. Esoteric Order of Dagon. It won't budge. Das ist also dieser merkwürdige Sektentempel. Kommen wir da vielleicht lang? It won't open. It won't budge. Ich versuche einfach irgendwelche Türen, aber... It won't open. Es scheint... Oh. It's unlocked. Das scheint die richtige Tür zu sein. Natürlich, ein dunkler Kellerraum, was auch sonst. Ich schließe hier alles. Ich hab keinen Bock auf Überraschungen. Und jetzt sind wir wo im... Achso, klar, in seinem Gemischtwarenladen. Da macht sich jemand am Safe zu schaffen. Hier irgendwo eine Waffe oder so? Dass wir sie vielleicht... überraschen können. Puh, Attacke! Ja! You don't look like your standard crook, sweetheart. Jesus, you crazy sap! Who the hell are you? Jack Walters, private detective. And considering your recent break-in and entering, how about I ask the questions? Have you any idea who I am? No, and I really don't care. My family has influential contacts in the Order. So I'd advise you to mind your manners, sir. I'm from out of town. The Order doesn't hold much sway with me. Really? Out of town, you say? How interesting. I'm Ruth. Ruth Billingham. Huh. You're Brian's broad. Ah. That figures. Brian? I don't believe I know a Brian. Ich denke schon. Yeah, right. I've been fed that line 1,000 times, and for much better liars than you. Look, Ruth. The rumor around town is that your lover boy is in the hands of the Order. What? No, that's not true. They'll have him killed. It was all my idea. I just wanted a clean break from here. What do you want me to do? I don't know. You're the detective. You think of something. I'll be waiting out at the old fishing cannery the next 2 nights, just past the abandoned railway station to Rowley. When you find him, give him this. He'll know it's from me.
Die sieht auch schon so ekelhaft aus. Ganz ehrlich. Nothing of interest. So. Nothing of interest. Okay. Yeah. That's not right. Ein Foto von Brian Burnham mit Ruth Billingham. Da ist eine Botschaft auf der Rückseite. Sie lautet: Ich liebe dich. BB. Bis bald. So. Jetzt müssen wir aber irgendwie. Tagebuch des Tom Waits. Tom Waits, natürlich. Thomas Waite. Vierstellige Kombinationszahl für den Safe. Monat, Tag, das Jahr. Boah, aber im Ernst. Monat, Tag und ja, aber mal im Ernst, wie soll ich das denn jetzt rausfinden? Nothing of interest here. It won't budge. Ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich habe keinerlei Ahnung, wie wir da jetzt. Diese Kombination rausfinden sollen. Im Uhrzeigersinn. Ja, toll. Ihr seid witzig. Ich guck nochmal bei ihm daheim. Aber ich glaube nicht, dass wir hier was finden werden. Falls ich überhaupt nochmal bei ihm da rein kann. It's locked. Natürlich ist da jetzt abgeschlossen. Bevor sie ihn rausdrehen, Tom Waits gab mir den Key zu dem Variety-Store. If you're going to snoop around in there, be careful. It's just off the main square. There's a back way down a flight of stairs. He told me to protect whatever's in the safe, to get it out of town. Yeah, toll. Rebecca, I saw the oddest tramp, just by the poorhouse. He wore old shawls over his head, but geez, the skin on his arms and hands were, I don't know, tainted in some way. The poor wretch. It's the Innsmouth curse, and probably the latter stages of it. This curse, plague, or whatever you call it, is it some form of leprosy? I fear not. Lepers at least have the salvation of death upon them. Before they could drag him off, Tom Waits gave me the key to the variety store. If you're going to snoop around in there, be careful. Yes, mate. There's a back way down a flight of stairs. He told me to protect whatever's in the safe, to get it out of town.
To get it out of town, nur wie soll ich den Key herausfinden? Where is everybody? It's very quiet. I reckon you might have scared him off with that ugly face of yours. Ist die lustig. It won't budge. Ist die lustig. Sollte erstmal in den Spiegel gucken. So. Ja, aber toll, das hilft uns ja alles nicht weiter. Das bringt uns so alles nicht weiter. Woher soll ich... Pinkelt er sich da gerade in die Hose? Er pinkelt sich gerade hier ein. Was macht er denn? Was war das denn? Did you hear about Thomas Waits? You best not be asking about that, stranger. Der hat's gerade einfach laufen lassen. Mein Gott. Ja. Mach das lieber dahin in der Ecke. Ekelhaft. Und jetzt lässt er da hinten noch den Rest raus. Oh, Gott, ey. Unglaublich. Ja. Ne? Vielleicht ist er im 1. Februar 1934 geboren? Keine Ahnung. Nee, ich weiß wirklich nicht, wie ich das da aus dem Tagebuch heraus lesen soll. Stammt von heute. Ja. Gestern hatte sie den 10. Geburtstag. Warte mal. Das Tagebuch ist von heute. Nur welchen Tag haben wir heute? Das ist die Frage. Ist der 6. Februar heute? Hat sie vielleicht am 5. Februar 1912 Geburtstag? 5.2.1900. Also entweder 1.2. Warte mal. Ich versuch's mal, aber... Fünf, zwei, eins, zwei. I must have made a mistake. Natürlich. Nein, 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 warte, ich mach nochmal weg kurz. I must have made a mistake. I must have done something wrong. Das ist aber auch total bescheuert hier gemacht. Muss ich erst wieder auf Null? So? That's not right. Also ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Safe hier bedienen soll. Macht man das immer wieder auf Null? Keine Ahnung. Fünfte, zweite, ja. Warte mal. I must have got something. Ja, ja. Ist mir schon klar. That's not right.
what's not right. Ach so, warte. Monat, Tag und Jahr. Also müsste es so sein. Ich versuche es nochmal. Nein, falsche Richtung. I must have made a mistake. Ja, ja. 2, 5. I must have made a mistake. Das ist einfach nur toll. Das ist einfach nur total geil. That's also, not right. Rätsel, wo man keine Ahnung hat, wie man jetzt, weil jeder weiß ja, wie man so ein Safe öffnet, also das ist total normal. Ich habe keine Ahnung, ob man das... Ja. Keine Ahnung. That's not right. Keine Ahnung, ob der irgendwie wieder resettet oder so. 2, 5, 1, 2. I must have made a mistake. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Und ich würde gerade gerne mal nachsehen. Einen kleinen Moment. Das machen wir gerade hier im Video. So, Combination, jetzt gucken wir mal gerade. The trouble is, when the freaking hell was that? Warte mal. Okay, wir sind schon ganz richtig gewesen. Ich warte mal, ich... Geh nochmal gerade zu 0. I must have made a mistake. Wir machen die 2 und dann mal die 6. Nein. That's not right. So. So. Das ist echt... That's not right. Echt schwierig. Jetzt nochmal zur 0. That's not right. Ja, ich weiß. Machen wir so rum. Dann so. Yes, that's it. Ach du Scheiße, also ganz im Ernst. Wir waren kurz davor. Sagen wir so. Nur dass der 2.6. richtig gewesen wäre. Wie komme ich denn auf den 2.5.? Ich guck mal kurz. Ach so, okay, also müsste heute der 7. sein und der 6. Okay. Okay. Das hätte man noch probieren können. So. Ist es wirklich... Ist es das, was ich denke? Ein Manuskript?
in schwerem Einband mit dem Titelbuch von Dagon. Es ist eine Übersetzung uralter Glyphe. The safe holds a heavily bound manuscript. The front is embossed with the words Book of Dagon. Okay. Wir speichern und müssen wahrscheinlich jetzt einfach hier raus. It won't open. Aber natürlich nicht, denn wie könnte die Tür jetzt offen sein? Wir haben sie ja nicht geöffnet und sie ist immer noch abgeschlossen. Wir müssen wieder da lang, wo wir hergekommen sind. Und einfach aus der Stadt spazieren mit dem Buch. It's getting late. I better start making tracks. I don't much fancy spending the night in this hole. Okay. Fahr natürlich einfach mit dem Bus weg. Mach's gut, du dreckiges Innsmouth. The next stop is Newburyport. Ja, ja. It's the bus from Arkham. The next stop is Newburyport. Hm, ja, da wollen wir hin. Hallo. Ich würde gerne nach Newburyport fahren. Hallo? Hallo? Did you hear about Thomas Waits? Nothing I want to talk to. Nothing I want to talk to. Wie komme ich nach Newburyport? Wie komme ich hier überhaupt weg? It won't budge. Gehen wir das angucken. Da klopft jemand an der Tür. Hallo. It won't budge. It won't open. Did you hear about Thomas Waits? I heard when they caught him, he was caked in her blood. Wie kommen wir jetzt hier weg? Freunde. It's a variety store and it's closed. Wie kommen wir hier weg? Genau, vielleicht quatschen wir einfach mal mit Rebecca. Vielleicht hilft die uns ja weiter. Hallo Rebecca. Jack, you're in perilous danger. You've got to get out of town. The order is on to you. It's not safe for you in Innsmouth anymore. I'm leaving on the next bus out of this nightmare tonight. That's if they even let you leave. Jack, you've seen too much. The Order won't let you go that easily. Wir gehen einfach. Wir fahren einfach mit dem Bus weg. Hier kann uns ja keiner aufhalten. Wir haben ja ein Magazin. Ich meine, die pinkeln sich hier vor Angst in die Hosen dann. Während dem Laufen. Ah, geil. Ne, wir machen Quick Save. Genau an derselben Stelle hier. Und das nächste Mal flüchten wir dann, denn wir sind schon wieder bei knapp 22 Minuten. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!